So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute, wo ganz speziell ist, hinter mir steht noch der Andi. Hi, servus. Söldner Messer laden und ihr glaubt gar nicht, wo wir sind. Naja, ihr kennt es ja vom Titel her. MFA Max Fuchs. Der größte oder zweitgrößte? Ich glaube, also zumindest einer der größten. Einer der größten Händler, wenn es um Auto und Militaria geht. Welcome to the Pleasure Dome. Der sammelt sogar Mopeds. Wanderer, wie geil. So, jetzt sind wir hier mal in der Verkaufshalle von MFA. Ne? Also, das ist 5 Minuten vom Söldner Messerladen weg. Hier draußen ist der, das ist ein russischer Hubschrauber, hier sehen wir. Ja, alter Fliegersitz. Wahnsinn. Ja, was ist jetzt das? Ein Ghillie-Anzug. Ghillie-Suit zum absoluten Verstecken. Ghillie-Suit kennt eigentlich jeder, der sich mit Militaria auskennt. Alles. Andi, können hier nur Händler kaufen oder auch Privatpersonen? Nein, Zweckverkauf. Rein Händler. Rein Händler? Okay. Genau. Wenn Sie wie ich reinkaufen, dann das Ganze. Also, haben wir aber auch im Einzelhandel. Neuware, Neuware, Bundeswehrware auch? Original auch. Ja? Wahnsinn. Naja, das ist Neuware, glaube ich. Rucksäcke, die ich auch schon hatte. Den habe ich bei MFA gekauft. Und das Sol 2 hatte ich schon. Ne, da unten. Das Sol 2 von MFA, den hatte ich. Die sind geil. In meinen allerersten Videos hat man da hinten die gesehen. Ne, der da, den hatte ich früher mit dem Digicamo. Einen schwarzen hatte ich. Dann hatte ich Tarnfleck. Also schon schön hier. Ne? Fühlt man sich daheim. Andi, fühlt sich daheim, fühlt sich auch hier daheim, gell? Auf jeden Fall. Ist zwar nicht alles komplett mein Sortiment, das wir führen, aber können wir gerne auf Wunsch auch Sonderbestellungen machen. Das ist kein Problem. Wir sind ja nur 2 Minuten weg und können alles abholen und dann an euch verschicken. Genau. Was zum Kuckuck ist das da hinten eigentlich? Ein Tank von einem Flugzeug. Tank vom Flugzeug? Kommt Flugzeug, klar. Wow. Das, was wir mal erlebt haben, wenn man hier so durchläuft, das ist mal was anderes als ein Army-Shop oder so, ne? Ja, da hinten ist zum Beispiel jetzt das Original-Militär. Ja. Gusseiserne Bratpfannen. Dutch Oven, Schaufeln, echtes Militaria, Telefone, Feldtelefone. Ne? Die sind nur da dran, die sind nicht eingehakt. Zum Kurbeln dann noch und so. Mit Sicherheit haben die auch irgendwo eine Spetsnaz-Schaufel. Ich habe eine Spetsnaz-Schaufel im Auto. Ich glaube, das hier ist eine Spetsnaz, bin mir aber nicht sicher. Ja, für den Military-Fan, Outdoor-Fan und so ist hier wirklich alles zu gebrauchen. Was du suchst, ist ja, schöner Mantel für mich. Ja, Monster, das wird mir passen. Soll ich mal anziehen? Von der Farbe her? Was ist das, ein russischer? Keine Ahnung. Kenne ich nicht mit das und Zeug. Alle Nationen. Wow. Hier findest du auch schönes Kochzubehör. MFA Lunchboxen. Guck mal hier. Das
World War II, also Zweiter Weltkrieg und auch Vietnamkrieg, Koreakrieg. Das ist, was die Amis mit im Feld hatten. Davon habe ich die aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg in Vietnam von meinem Vater und von meinem Großvater und aus dem Ersten Weltkrieg von meinem Urgroßvater. Und hiermit habe ich angefangen, meine MAI-Videos zu drehen. Die habe ich auch von MFH. Die habe ich noch. Bei MFH kriegt ihr hier Track and Eat. Ja. Lebensmittel, Track and Eat. Ja. Das ist, wenn man unterwegs ist, so einfach mit heißem Wasser übergießen. Und dann, oder Energy hier, Schoka-Cola, sogenannte Fliegerschokolade und so weiter. Das ist schon geil. Ja, schöne Militaria. Munitionskisten, Werkzeugkisten und so weiter, das was man halt so braucht. Ja. Zum Beispiel für Messer zu transportieren, schneidest du die halt selber aus, steckst dir deine Messer ein. Obwohl hier sind schon, das kannst du einfach so rausholen, die sind so zusammengesteckt. Dann kannst du deine ganzen Schätze drin transportieren, das ist geil. So was finden wir alles auch in dem Shop, diese Munitionskisten. Ja, die sind cool. Ziemlich alles, genau. Die sind schon cool hier, die Sachen. Ja. Haben wir hier zum Grillen und Kochen, zum Dünsten, wenn ihr das hier in den Topf reintut. Ne? Das ist dann zum Dünsten, das macht ihr auf, tut euer Gemüse hier rein, macht es zu, dann stellt ihr das in den Topf rein, dann habt ihr hier unten noch das Wasser offen, dann wird das darin gedünstet. Ja? Ja. Ein Karneval. Wir stehen, oder? Ein Funke-Mariechen wäre geil. Britische Paradejacke. Das sieht bei uns aus wie im Karneval, oder? Ja. Du bist doch eh aus Mainz, oder? Ich bin gebürtiger Mainzer, ich wohne in der Nähe von Köln und da trägt man sowas an Karneval, ja. Ja, das ist schon krass. Na? Ich mach mal hier ein bisschen auf Weitwinkel. Weitwinkel habe ich gesagt. Na? Zum Spülen. Kleines Tripod. Also hier, da sollen wir da mal gucken. Messer? Meinst du, meine Leute gucken Messer? Ich glaube nicht, oder? Ist nicht dein ich glaube, ist mein Klientel so mit Messern und so, das gucken meine Leute nicht. Macheten. Ich glaube, bei Grills Machete. Deine Lieblingshandschellen? Ja, aber meine haben, meine Lieblingshandschellen, die haben rechts und links noch Anschlüsse für Strom. Achso, du meinst hier die Plüschis? Ja. Das mache ich bei meiner Freundin, aber nur, wenn ich spülen soll. Nee, ich habe schon ein liebes Mäuschen daheim. Bootsmesser, glaube ich. Mhm. Nachgemachtes. Naja, ich glaube, das ist nachgemacht, oder? Ja, genau. Jawohl, das habe ich auch. Oh, das hatte ich auch. Das hatte ich noch gekauft, bevor ich dieses Set, da ist auch eine Taschenlampe bei, ein Messer mit drei Klingen und sowas. Für, ist eigentlich eher so für den Jagdbereich. Da haben wir hier die, sind das Nachbauten vom Feldmesser, dem Glock-Feldmesser? Oder Original? Nein, kein Original. Hm? Kein Original. Kein Original. Ja. Ja, ich glaube, so mit MFH-Sachen habe ich ganz früh angefangen, schon so mich einzudecken. Ne? Bestecke. Ja. Heizung, Gaskocher oder Gaskocher, ein Hobo mit Grillauflage, Raketenofen, Mini Rocket Stove und so. Ja, sowas muss man auch mal gesehen haben. Ja? Und das wollte ich euch mal gezeigt haben, so ein kleiner Rundgang durch
die Hallen von MFH. Falls euch das gefallen hat, hinterlasst mal einen Kommentar und ich sage Dankeschön und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie immer gilt, tschüss mal gut, schwenkt du, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Arbeit, Meister. Bye-bye.